Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das ich ja in einem der Vlogs bereits angekündigt hatte. Und zwar handelt es sich unschwer zu erkennen um The Dark Mod. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung kostenlos zum Download. Wenn ihr eine Erklärung braucht, wie man das Ganze runterlädt und installiert und so weiter, kann ich das auch gerne mal tun. Aber das ist eigentlich ganz, ganz einfach und selbsterklärend. Und ich kann euch jetzt dann auch gerne mal zeigen, wie ihr an zum Beispiel auch neue Missionen rankommt. Aber erstmal zum Groben und Ganzen. Das hier wird der erste Part sein. Im ersten Part werde ich erstmal die Tutorials durchgehen. Hier hat man nicht wie bei Thief zum Beispiel ein vorgegebenes Tutorial, das ihr quasi durchspielt, weil ihr es müsst. Sondern hier ist das eine Option. Ihr könnt das Tutorial durchgehen. Wer Thief aber schon kennt und es schon gespielt hat, dem wird eigentlich 90% des Spiels bekannt vorkommen. Also es ist wirklich quasi wie so ein Ableger von Thief. Nur halt mit ein paar Neuerungen, ein paar neuen Features und einer sehr, 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 sehr interessanten Aufmachung. Man kann hier unter Einstellungen das Ganze auch unter Spiel, glaube ich, oder wartet, ist das hier unter Video. Kann man die Sprache auch auf Deutsch stellen, dann habt ihr das gesamte Ding auf Deutsch. Da müsst ihr einmal nur auf Spiel neu starten gehen, damit er das Ganze halt quasi auch übernimmt. So, jetzt kann man hier auf neue Missionen gehen. Dann habt ihr hier diese drei Missionen automatisch schon drin. Das sind die verfügbaren Missionen, die ihr quasi mit runtergeladen habt. Dann war einmal A New Job, ist quasi das erste so, diese Mission zum Reinkommen, sage ich mal. Dann Tears of St. Lucia ist quasi schon so eine, ja, so eine Story-Mission, sage ich mal. Da ist dann tatsächlich auch schon Story mit enthalten, sozusagen. Und die Trainingsmission ist quasi das Tutorial. Da kann man hier jetzt mal drauf gehen. Kann man einmal installieren. Wird neu gestartet, okay. Okay, gut. Damit haben wir es dann jetzt einmal neu gestartet und jetzt haben wir hier, wenn wir auf neue Missionen gehen, automatisch die Trainingsmission als aktuelle Mission. Dann kann man auf diese Mission starten gehen und dann wird die gestartet. The Dark Mod Trainer Mission. Das Problem ist, das Menü und alles gibt es zwar auf Deutsch, aber das Spiel selber ist und bleibt auf Englisch. Das ist dasselbe Problem, was ich halt bei Thief und Dark Project, also den ersten zwei, nein, drei Teilen auch schon hatte, dass ich halt teilweise auch ein bisschen schwierig finde, die Sachen zu verstehen, weil sie halt eben einfach auf Englisch sind. Hier steht aber eigentlich nichts anderes drin als eine kurze Introduction zu was gibt's, was kann man hier machen und dann You can return whenever you want to practice any section. Das heißt, man kann diese Mission einfach immer und immer und immer wieder machen, falls man sie brauchen sollte. Missionsziele gibt es in diesem Fall natürlich nicht, weil halt Tutorial und so. Da kann man dann hier meistens, glaube ich, auch noch die Schwierigkeit einstellen. Geht jetzt hier natürlich alles nicht, weil geht nicht. So. Use this mission anytime to practice your skills. Gerne, gerne. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass es einen großen Punkt gibt, in dem es sich von Thief und Dark Project sehr unterscheidet und das ist das Lockpick-Verfahren. Also das quasi das Schlösserknacken. Das ist hier komplett anders. Das verändert sich ja auch während den Thief-Teilen tatsächlich mehrfach. Im ersten und zweiten ist es noch relativ simpel. Also was heißt simpel? Es ist relativ gleich im ersten und zweiten Teil. Im dritten wird es schon eine komplett andere
Art des Schlossknackens und im vierten ist es ja dann nochmal was komplett anderes. Aber der vierte Teil ist auch so, ja, der ist quasi so ein Fall für sich. Den sehe ich auch eher als einzelnen Teil und nicht als Fortsetzung oder Ableger der kompletten Thief-Reihe. Da bin ich immer so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Irgendwie finde ich das einfach nicht so. Benutze Angriff, um zu beginnen. Angriff ist die linke Maustaste. Zack, tata. Okay, ich muss zugeben, ich habe die Helligkeit hier so ein bisschen hochgestellt. Einfach weil ich mag diese schummrige, dunkle Atmosphäre zwar sehr gerne, aber die ist für dieses Spiel echt sehr hinderlich. Einfach weil meine Grafikkarte auch irgendwie schon so darauf ausgelegt ist, ein bisschen dunkler zu sein, als sie es eigentlich sein sollte. Die Mausempfindlichkeit ist gerade relativ hoch. Was ich aber auch recht gut finde. Was hier natürlich direkt auffällt, ist die Tatsache, dass es einfach eine mega geniale Grafik ist und dass es einfach wirklich sehr extrem an The Dark Project erinnert. Also wirklich so, ich war total begeistert, als ich das gesehen habe. Hier sind manchmal so, das Bild flimmert manchmal so ein bisschen. Das tut mir sehr leid, das liegt an den Grafikeinstellungen und ich glaube vielleicht auch an dem Broadcaster. Ich kann gerne die nächste Folge dann auch mal mit Fraps aufnehmen, um zu gucken, ob es irgendwie anders. Warum ist das Ding aus? Das sollte eigentlich an sein. Na, ist egal. Genau, hier haben wir dann jetzt ein Büchlein. Mit Rechtsklick kann man das lesen. Und was ich hier so genial finde, guckt euch das mal an. Hihihi. Ich finde es mega gut. Ich freue mich total. Das ist einfach so, als würde man es in der Hand halten und man kann aber noch rechts und links. Und wenn du ganz aus dem Bild gehst, dann hast du es wieder hingelegt. So, voll gut einfach. Welcome to the Dark Mod. In this training mission, you will learn how to fight open locks, manipulate objects and other skills that you will need to play Dark Mod missions. Each of the doors in this room leads to a specific training area. You can choose which skills to practice and may quit, also escape, the map at any time. Erst wenn man auf Escape geht, kann man einfach alles wieder komplett verlassen. Messages will appear on your screen to guide you. They can be turned off in the menu, bla bla. If you are new to stealth gaming, you should probably try all training areas. All players should use the Gamma Room and at least try to combat and lockpicking sections. As both work quite differently from other stealth games you may be familiar with. Dieses Stealth Games you are familiar with ist tatsächlich einfach eine reine Anspielung an Thief. Also, dadurch, dass das quasi da. Es wurde ja durch Thief inspiriert. Ich habe nicht gefurzt, das war mein Stuhl. Ne? Und deshalb findet man immer wieder diese Anspielungen von wegen Stealth Games you are familiar with. Das ist einfach, damit ist Thief gemeint. Hit your next weapon key to turn the page. Ist, glaube ich, das Mausrad bei mir. Genau. Readables. Also sprich. Books, letters, etc. Usually have important clues. If you notice a bent corner or large roll of scrolls, it means you can use the next preview weapon keys to flip the page. Also wenn man da oben in der Ecke so ein kleines Eckchen sieht, dann heißt das, da gibt es noch mehr Seiten. Hitting the attack or use key puts the book away. Note that the game does not pause while reading, so be careful. Das ist eine sehr interessante Information tatsächlich. Das Spiel wird nicht pausiert, während man liest. Das heißt, die Wachen werden im Hintergrund weiterhin ihre Patrouillen laufen. Und falls man tatsächlich in den Weg von denjenigen muss, um etwas zu lesen, sollte man sehr vorsichtig sein. So, jetzt haben wir hier die verschiedenen Räume. Einmal Melee und Archery. Behind this door you will find an orange and a red, bla. So, wir können jetzt mal hier durchgehen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Das ist auch einfach der erste Raum, in den ich grundsätzlich immer gegangen bin. Hier in der ersten Tür finden wir Take some arrows from the on the table and read the book for introductions. Introductions brauche ich nicht, weil ich kenne das ja schon. So, wir nehmen uns jetzt hier mal ein paar Pfeile. Das sind alles Breitkopfpfeile und können jetzt hier mal versuchen. Ich würde gerne den Bogen ausrüsten. Dankeschön. Also, ich habe jetzt einfach auf 3 gedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Waffe ausrüste, aber ich habe auf 3 gedrückt und dann kommt der Bogen. Der Bogen ist, wie ihr seht, ein relativ simples Holzgestell mit einem Seil. Also, es sieht irgendwie nicht sehr groß aufwendig aus. Was aber auffällt, ist der wundervolle Sternenhimmel.
Also man sieht tatsächlich und auch die Grillen, die man hier hört. Moment, da, genau. Das finde ich unfassbar genial. Das ist einfach so viel Liebe zum Detail hier drin. Und das ist einfach, man muss überlegen, das ist rein von der Community. Da ist keine große Spielefirma oder irgendwas dahinter. Das sind reine Community-Mods, die die Fans von Thief tatsächlich selber geschrieben und erstellt haben. Das finde ich ultra genial. So, jetzt können wir hier mal versuchen. Ja, das komische Nöppeskind da ist so ein Zielvorrichtungsdings. So, jetzt zoomen wir einmal. Zack. Bam. Easy Shot. Da könnte man jetzt quasi gucken gehen, wie ich getroffen habe, aber da ich das relativ gut sehe, brauche ich das nicht. So, probieren wir das nächste. Zack. Oh, der war schon nicht mehr so gut. Moment, dann will ich nochmal versuchen. Das kann ich besser. Ja, oder auch nicht. Okay, 7 habe ich noch. Okay, da war wieder zu hoch. Na gut, aber zumindest getroffen, ne? So, der letzte, den habe ich, glaube ich, noch nie getroffen. Bäm. Ha, nice shot. Sehr schön. Bedeutet, da habe ich zumindest getroffen. So, hier, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Muss ich, glaube ich, bis da irgendwo. Oh, ich glaube, ich habe da Dingen sogar getroffen. Wartet mal, das will ich jetzt gucken. So, auf, lasst mich nicht lügen, Shift. Könnt ihr sprinten, also quasi schneller laufen? Oh, ich habe es tatsächlich getroffen. Voll gut. Das habe ich noch nie geschafft. Yeah. Also hier werde ich auch definitiv nicht ins Bullseye treffen, deswegen lasse ich das jetzt erstmal einfach dabei. So, und wie natürlich bei allen anderen Thief-Spielen gibt es auch hier bestimmte Pfeilsorten. Es gibt den altbekannten Moospfeil, es gibt natürlich Wasserpfeile. Ich weiß nicht, ob es Feuerpfeile gibt, da habe ich noch keine gefunden, aber ich gehe mal stark davon aus. Und was hier neu ist, kann ich euch gleich auch zeigen. Das fand ich furchtbar interessant. Hier gibt es leuchtende Pilze. Da habe ich beim ersten Mal gedacht, hier würden Moospfeile rumliegen, weil im dritten, da leuchten die so ein kleines bisschen, damit man die halt auch erkennt. Also da kann man die halt auch so nebenher liegend einfach finden. Und deshalb dachte ich, da würden welche rumliegen. Man hört Pferdehufe. Oh, hier kann ich tatsächlich rein. Aha. Das ist ein kleiner Schuppen. Und das hier, meine Freunde, sind Wasserpfeile. Drei Stück. Hier kann ich tatsächlich auch den Hammer anheben. Ich habe allerdings keine Ahnung, was ich damit machen soll, außer ihn wieder wegzuwerfen. Ja. Ne? Da liegt auch noch Werkzeug und so ein Kram. Brauche ich aber im Moment nicht. Und da könnte ich theoretisch, glaube ich, wieder raus, wenn ich mich nicht ganz irre. Zack. Ich finde auch diese Bewegung ziemlich authentisch. Das sieht echt genial aus. Ich muss mal hier durch. So. Bingo. Jetzt bin ich hier quasi hinter den, ups, hinter den Zielscheiben gelandet. Hier an solchen Ranken kann man tatsächlich auch hochlaufen. Habt ihr gesehen? So. Ja gut, das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass das so ein bisschen verbuggt ist. Aber an den Dingern kann man hochklettern. Da habe ich beim letzten Mal das Spiel gecrashed, als ich es gespielt habe. Ich habe bin hier an der Wand hochgeklettert und bin drüber gesprungen. Und auf der anderen Seite ist aber halt nichts. Da ist so von den Programmierern ist es jetzt nicht vorgesehen gewesen, dass man da drüber hupft. Und deswegen ja, konnte ich nicht mehr weitermachen. Musste ich quasi aufhören. So, jetzt gehen wir einmal hier hoch. Dem, dem, dem. Ah, hier kann ich durchgucken. Cool. Meine Fachwerkhäuschen. Ich glaube, ich kann meinen Bogen eigentlich auch mal wegpacken. Nur wie ist die Frage? Nee, damit nicht. Damit auch nicht. Wie packe ich denn? Ach, ist eigentlich auch egal. Das hier sind die Pfeile, die ich meine. Das sind Rangpfeile.
Und mit 0 kann man diese Rangpfeile ausrüsten. Und das Interessante an diesen Teilen ist, wo Seilpfeile ja in den Spielen nur auf Holz gehalten haben, halten diese Pfeile quasi nur auf Stein. Und das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es irgendwo vorgegeben ist, wo man die nutzen könnte. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass diese, hier. Guck mal. Okay, die waren nicht zum dran hochklettern, das habe ich jetzt gemerkt. Gut, ich werde die Rangpfeile gleich auch auf jeden Fall mal einsetzen. Was ich jetzt noch gerne zeigen wollte, war hier tatsächlich, der eine oder andere hat es vielleicht schon bemerkt, hier kann man durch. Bonus, see if you can steal the purse from the guard's belt without being caught. Das ist natürlich schon mal eine Herausforderung, da läuft einer rum. Wir haben auch das altbekannte Juwel hier unten, also am unteren Bildrand, haben wir dieses Lichtjuwel, das uns anzeigt, wie sichtbar wir denn sind. Und wenn ich den Bogen wegpacken könnte, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger sichtbar sein. Ich weiß nicht wie. Das muss ich gleich bei den Einstellungen nochmal nachgucken. Oh, schnell speichern bitte. Mache ich übrigens auf... Ich hab die Einstellung auch so ein kleines bisschen geändert, deswegen schleiche ich jetzt zum Beispiel auf F, weil ich das einfach immer so hatte in den Thief-Spielen. Und werde auch schnell speichern immer auf F5 lassen. Okay, hier kann man einmal hoch. Problem ist nur, dass ich jetzt hier wahrscheinlich relativ sichtbar bin. Das ist nicht so gut. Ich habe ja schnell gespeichert. Für den Fall, dass er mich sehen sollte, habe ich noch... Okay. Easy. Nun komm, das war ja eigentlich keine Herausforderung hier. Okay, ja, oh, oh, nein. Oh, er hat mich gesehen. No, lass mich, aua, aua, aua. Oh, shit, no. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, hierhin kommt er nicht. Aber 50 ist doch schon ein ganz nettes Sümmchen. Bin ich zufrieden mit. Gut, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie die Rangpfeile funktionieren. Ich glaube nämlich stark, dass das, dass es hier keinen besonderen Ort gibt, an dem ich das vorführen kann und soll. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal an einem von diesen Wänden hier testen. Glaube ich. Ich bin schon wieder bei 15 Minuten. Okay. Ja. Sehr gut. Ich weiß nicht. Okay. Ich probiere es einfach mal hier. So, Rangpfeile, meine Freunde. Wie der Name schon sagt, lassen Ranken sprießen. Oh, mit. Was habe ich jetzt getan? Ich hänge fest. So, jetzt hängen wir an den Ranken hier. Und jetzt können wir keine Pfeile mehr schießen, weil wir festhängen. Wow. So, dann haue ich den anderen da noch oben dran. So. Ich hoffe, das funktioniert in etwa so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jo. Zack. So. Damit kann man quasi an Wänden hochlaufen. So. Jetzt habe ich euch quasi 15 Minuten mit dem allerersten Tutorial zugelabert. Aber läuft er jetzt hier rum? Mach keinen Scheiß hier. Nee. Gut, das andere Tutorial ist für den Schwertkampf gedacht.
Da werde ich jetzt aber nicht viel tun, außer mir einfach kurz mein Schwert zu holen und wieder zu verschwinden. Denn ich halte nicht viel vom Schwertkampf. Mag daran liegen, dass ich es nicht beherrsche. Aber eigentlich bin ich auch der Meinung, dass dieses hier kein Kampfspiel ist, war, wie auch immer. Thief ist für mich kein Spiel, in dem man das Schwert auspacken sollte oder in dem man generell kämpfen sollte. Deswegen halte ich davon auch nicht viel. So, jetzt gehe ich mal hier hin, habe eine Flasche Wein gefunden und gehe einfach wieder, weil ich es kann. No, no. Okay, es hat sich aufgehangen. Verdammt. Quitten kann ich auch nicht mehr. Okay, ich würde sagen, dann war das mein Anspruch dafür, also mein Zeichen dafür, dass ich jetzt hier an dieser Stelle vielleicht Schluss machen sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.